Dann hier runter. Okay. Das ist schon mal gut. Und jetzt, warte mal, wir kommen hier runter. Ah, das ist kacke. Wie machen wir das am besten? Ich habe schon den Plan. Könnte etwas kompliziert werden. Wir machen das jetzt so. Ich gucke jetzt mal. Genau, hier war das. So. Und jetzt bauen wir, ich denke, ihr könnt es schon ahnen, so einen Übergang. Den bauen wir jetzt hier hin. So. Scheiß Wasser. Das kommt erstmal weg. So. So, da fliege ich immer besonders gerne runter bei sowas. So. Und ich... Ah, das habe ich nicht bedacht. Wie kommen wir dann am Ende wieder hoch? Ach, da brauchen wir dann einfach so eine Leiter. Das klappt schon irgendwie. Also. Das werde ich ja überleben. So. Ich werde schon wieder hochkommen. Ich fühle mich trotzdem etwas unsicher, muss ich sagen. Die Kohle hier schon mal weg. Dann gucken wir mal hier. Hier war ja noch mehr. Das habe ich ja erst gesehen. Und das Monster, das höre ich ja jetzt schon. Aber Eisen ist auch noch da. Machen wir dann schöne Eimerchen draus. Oder sowas in der Art. Da. Und, ah! Okay, da gehe ich jetzt nicht hin. Der scheiß Kohle. Warum muss die auch an so einer Stelle wachsen? Oder gedeihen. Wie auch immer man das sagt. Gut, hier ist nichts mehr. Dann... Oh, das ist gut. Da komme ich ja hier wieder hoch. Dann haben wir hier noch Kohle. Oh. Da komme ich aber mit schön viel Kohle nach Hause. Meine Frau wird sich freuen. Hirnskelett. Ich drehe mich jetzt nicht um. Ich bin mit Kohle beschäftigt. Boah, wie viel ist denn das diesmal? Wunderschön. So, hier noch eine. War noch eine irgendwo? Nö. Hier war das. Okay, da gehe ich dann gleich mal runter. Da freue ich mich schon. Habe ich ein Messer? Ja, Messer, Dingens. Schwert habe ich mit dabei. Alles gut. Das ist schon mal echt nicht schlecht dafür, dass man das alles an so ziemlich einem Ort findet. Okay. Das bisschen Eisen nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu dieser Höhle. Aber davor nehmen wir noch das mit. So.
Dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh. Oh. Okay. War schwer, aber wir haben es ja überlebt. Das ist ja das Wichtigste. Was ist das für ein grünes Licht? Kohle! Na komm mal her. Mich interessiert ja so gerne, was dort hier noch so ist, aber ich habe jetzt fast null Spitzhacke. Ich habe ja fast nichts mehr. Dann schlage ich vor, wir gehen wieder nach Hause, holen uns noch Fackeln und dann machen wir weiter. Jetzt brauche ich erstmal eine Leiter, so eine Art, um wieder hochzukommen. Genau. Da ist der Übergang. Das heißt, wir bauen uns jetzt mal diese Art Leiter hier. Wir bauen uns das jetzt mal ganz billig. So. So. Aha, weg. Mist. Gut, ich hab's, glaube ich. Ja. Oder? Ja. Perfekt. Da haben wir den perfekten Übergang. Jetzt schnell nach Hause, ins Nyan-Cat. Oder Nyan-Cat. Bett. Aber da haben wir doch wirklich schon mal eine sehr schöne Schlucht entdeckt. Guten Nacht. So. Die Spitzhacke. Ich muss mal die ganzen Schrottspitzhacken weghauen. Dazu gehört jetzt auch die hier. Holz. Auch neue Spitzhacken. Acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. So. Schön. So, Fackeln haben wir hier. Neues Schwert nehmen wir auch noch mit. So, perfekt, los geht's. Hier ging's los, gut. Das ist schon scheiße, wenn man sich hier erstmal den ganzen Weg bauen muss. Na gut, hoch komme ich ja eh wieder, also. So, dann leuchten wir das auch gleich aus. Cool, da hat er gleich für mich tot gemacht. Schön.
So. Da ist es schon mal sehr weit ausgeleuchtet. Und dann machen wir uns erstmal weiter, die Kohle abzuschaufeln. Oder spitzhacken. Oh! Was haben wir hier hin? Also ich glaube, für die nächsten paar Minuten haben wir doch einen schönen Dungeon zu erkunden. Zum ersten Mal merke ich, dass das Adventure Update 1.8 von Minecraft mal wirklich einen Sinn hat irgendwie. Obwohl ich jetzt Angst habe. Dumm muss man sein, echt. Oh nee. Ich brauche eine Rüstung, echt. Wie gesagt, in letzter Zeit brauche ich echt viele Dinge. Okay. Das war jetzt viel Schaden. Ich glaube, ich sollte mich jetzt verpissen. Habe ich Essen mit? Noch nicht mal das habe ich mit. Scheiße. Gut. Es ist jetzt scheiße, dass ich auch kein Essen mitgenommen habe. Das ist wirklich sehr unvorbereitet von mir gewesen. Und zwar sehr. Und das finde ich jetzt echt schade sogar. Es kotzt mich jetzt sehr an. Kann ich das verfaulte Fleisch essen? Nein. Und ich hätte es nicht ausprobieren sollen. Ah. Moment, da füllt sich das Herz auf. Gut. Glaube, ich mache mich doch noch mal, also wie sich das Herz jetzt doch wieder auffüllt, mache ich mich doch noch mal auf den Weg rein. Dann machen wir mal noch eine Fackel in dem etwas größeren Raum, den wir ja schon vorhin gesehen haben. Also ich habe jetzt schon gemerkt, ich bin jetzt sehr unvorbereitet hier reingegangen. Und das hätte auch nicht sein dürfen. Aber ich habe ja schon mal sehr viel Kohle gesammelt und ich finde, die sollte ich erstmal sicherstellen, bevor ich hier wirklich abkacke. So, das kann ich ja wegbauen, brauche ich ja nicht. Ich merke auch gerade, weil das ja ein bisschen leckt, so eine weite Sicht brauchen wir, denke ich eigentlich nicht. Ich könnte es ja mal kurz auf gering versuchen, wie es da aussieht. Also es wäre flüssiger. Und es sieht auch eigentlich fast genauso aus. Ich glaube, wir lassen es mal auf gering, würde ich sagen. Wenn ihr was dagegen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Fackeln, genau. Die Kohle stellen wir auch gleich sicher. So. 17 Kohle, die bleiben hier drin. Und ich habe ja noch Holz. Genau. Da machen wir jetzt ganz viele Stäbe draus.
zwar 60. Wir haben ja 60 Dinger. Dann machen wir mal einmal 64. Ja, sollte erstmal reichen, finde ich. So, dann sicherstellen. Pfeile wieder rein. Fackeln bleiben hier. Knochen, genau, Knochen. Wir brauchen ja einen Hund. Würde ich sagen, bevor die Nacht einbricht, holen wir uns mal noch einen Hundi. Aber am Tag ist das ja ein bisschen scheiße. Ich komme auch auf die Ideen. Ah! Glück. Ja, los komm. Los komm mit meine Hütte. Ich sollte ihm eine Hundehütte bauen. Ah, ich hab dich vergessen, Entschuldigung. Los, komm. Hallo. Ach, komm. Hundi. Okay. Machen wir so. Ach ne. Geht das nicht? So, ich habe jetzt den richtig getroffen. Na komm. Oh. Was ist das? Wolle. Na Gott, die baue ich dann nachher wieder weg. Komm, Hundi. Hundi. Gehst du mal weg? Hundi. Okay, dann bleibst du heute die Nacht hier draußen. So. Die Wolle brauche ich. Ich bin auch wirklich sehr faul. So. Wir machen uns auf jeden Fall weiter ans. In den weiteren Let's Plays machen wir uns jetzt mal auf jeden Fall weiter an Rohstoffe sammeln. Und wenn wir dann wirklich mal genug haben, dann fangen wir damit an, uns mal ein ordentliches Haus zu bauen und dann langsam von diesem Bunker aus auszuziehen und dann in den größeren umzuziehen, würde ich mal sagen. Okay, wie die Sonne, wo haben wir die denn? Oder kann das sein, dass ich die jetzt aufgrund, dass ich das auf gering eingestellt habe, nicht mehr sehen? Oh. Dann lassen wir es einfach doch auf normal, würde ich sagen. Weil ich finde, das Laggen war jetzt nicht so schlimm auch. Ja. Fackel lassen wir mal. Na gut, was machen wir noch, bevor die Nacht einbricht, bevor ich schlafen gehe? Schneebuddeln. Okay, was mache ich mit dem Schnee? Den brauche ich nicht. Schneebälle werfen. Hundi! Bin ich dumm? Ach nee, der hört ja trotzdem noch auf mich. Gut. Ich dachte jetzt wirklich schon, ich bin so blöd gewesen. So, jetzt ist es Nacht. So, dann